Willkommen zurück zu Mega Man 2. Beim letzten Mal haben wir die ganzen Roboter-Lords erledigt. Und heute geht es locker flockig und munter weiter. Und es fängt auch schon super an hier mit so einem komischen Beatmatz, der hier erstmal so ein Ei rumwirft. Finde ich ja nicht nett, mit seinen eigenen Eiern hier rumzuwerfen hier. Sollen die kleinen Küken davon denken? Also wirklich. Könnt ihr doch nicht machen. Weg. Ah, auch noch nicht mal das Ei hier getroffen. Aber wenigstens ein bisschen Leben gekriegt. Zumindest etwas, ja, wie soll ich jetzt hier hoch? Soll ich jetzt hier tatsächlich immer die Items hier verwenden oder was? Warte mal, was war denn jetzt die Plattform? Die nach oben geht. Das war die, ja. Sieht gut aus. Okay. Dann wieder Dingens wechseln. Muss ich hier immer hin und her zwischen. Es kann ja lustig werden hier. Ah, warte. Da habe ich doch hier Metal Blade. Nein, nicht Metal Blade, sondern Wood Blade. So. Geht doch. Ist auch gar nicht so schwer. Ach, da ist ja noch mehr davon. Ah, super. Hätte ich vielleicht vorher mal dran denken können, ne? Aber, ey, heute nicht. So. Alle mal weg hier. Bin zwar kein Arzt, aber ich muss trotzdem da durch. Okay, wieder Item 1 hier. Und dann gucken, ob das reicht. Das reicht, das ist gut. Und dann... Oben kann ich lang. Da ist ein extra Leben. Vielleicht sollte ich das auch mal holen. So in etwa. Nein, was? Da komme ich gar nicht durch? Ihr wollt mich doch verarschen. So, wegen den grauen Dingens da. Na, super. Okay, hätte man vorher wissen müssen. Nee, mach da Plattform. Danke. Und reicht das mal wieder nicht. Dann müssen wir jetzt hier... Dann muss ich die Leiter hoch. Nein, nicht so. Na, ja, wie soll ich denn da bitte schon hochkommen? Oder komme ich hier so hoch? Nein, komme ich nicht. Okay. Ja, das ist ja super. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir machen mal erstmal hier das komische Viech da weg. Wo bist denn? Wut. So, extra Leben haben wir. Und jetzt muss ich gucken, wie ich da jetzt hochkomme. Also ich komme hier nicht um die Ecke hier gesprungen. Nee, das geht nicht. Kann ich sowas von knicken. Und so viel Energie für die Plattform hier haben wir auch nicht mehr. Natürlich extrem kacke. Nein. Nee, da schaffe ich es auch nicht drauf zu springen. Ja, super. Oder warte, haben wir vielleicht... Wo ist denn Item 3 eigentlich? Ah, okay. So vielleicht? Das könnte eventuell funktionieren. Sieht gut aus. Okay, muss man nur wissen, was das überhaupt macht. Dann kann man sowas auch machen. So, jetzt hier zurück zum normalen Blaster. Und dann... Ja, das war klar. Ich dachte, ich könnte da so rüberlucken, dass ich da ihn noch erwische, aber nö. Anscheinend nicht. Ja gut, die Energietanks hätte ich mir vielleicht aufheben sollen für die Waffe zum Aufladen, aber hey! Warum denn? Warum denn einfach machen, wenn es auch schwer geht, ne? So, und wieder runter. Okay. So, hier hoch. Nein, du gehst da schön weg hier gleich. Na, ja, war klar, dass er mich erwischt. Ich dachte jetzt gerade noch so, wechselst jetzt noch die Waffe auf Woodblade, um ihn da zu erwischen. Ja, wie soll denn das jetzt gehen? Muss ich da hier mit dem Item 2 so ein bisschen rumspielen? Ja, und dann? Ich kann ja nicht... Müsste ich da nochmal eine Plattform machen? Geht das denn überhaupt? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt halt so die Frage, ne? Was muss ich denn jetzt hier tun? Nein, hier kann ich kein Dingens machen, das ist ja super. Na, wenn eine von diesen Plattformen ist, dann kann ich die nicht nochmal machen. Ist ja nett. Ja. Item 3, was hast du dazu zu sagen? Ach so, okay, du gehst einfach weg, okay. Item 1, das macht ja hier einfach nur Plattform nach oben. Ah, siehst du, und dann bräuchte ich hier... Ah, okay. Ja, das ist ja super. Wie kriege ich jetzt den hier down? Weil der muss mir jetzt auf jeden Fall hier das Dingens geben. Immer so ein bisschen Energie. Nein. Noch nicht. Ja, schon eher, aber auch nicht so das Wahre. Kein Energietank hier. Ist ja schlimm.
Weil ich müsste hier anscheinend mehrere von diesen Einser-Plattformen legen, um hier dann jetzt voranzukommen. Na, das ist ja nett. Ja, und er erwischt mich hier auch jedes Mal. Komm mal weg. Nicht. Aber wisst ihr was, ihr könnt mich auch genauso gut sterben lassen hier. Da kann ich ja im Moment leider knicken. Schade ist nur, dass ich halt auch einen Energietank dabei habe, den ich dann halt verliere. Aber naja, so ist das dann halt, ne? Muss ich jetzt tatsächlich hier einmal Game Over gehen, damit ich hier auch wieder... Oh, ihr wollt mich verarschen, ne? Ihr wollt mich echt verarschen. Naja, was muss, das muss. So, komm, dann stirb mal. Ich könnte natürlich jetzt hier... obwohl... Hier unten müsste ja der eine Energietank wieder sein, oder? Nee, gar nicht wahr. Okay. Kann ich jetzt auch leider nicht das Level einfach resetten. Das ist ja doof. Ja, das ist ja richtig mega doof gelaufen. So, stirb. Okay, stirb jetzt. Geht doch. Yay. Game over. Nein, wirklich, wusste ich. So, dann machen wir mal schön Continue hier. Und machen wir den dritten Spaß nochmal. Wenigstens ist die Musik toll. Muss ja auch mal was Positives hier geben, ne? Na, ja, nicht so. Weg. Geh auch weg. Nein, wieso denn? Ich hab das Ei voll getroffen, ich hab's genau gesehen. So, mindestens mal hier für Item 3. Und dann nehmen wir hier wieder das Woodblade. Wo haben wir's denn? War das das? Ja, das war das, okay. Auch nochmal, zack. Boah, gleich zwei Energietanks hat er gedroppt. Will der mich denn echt verarschen hier? Leicht übertrieben, aber okay. Weißt du, wenn du deinem Boss kommt, bist, dann hast du nie so ein Glück. Nie. Aber auch wirklich nie. Nein! Geh doch nicht ohne mich, nein! Ja, super! Jetzt habe ich nicht mal mehr Energie für die... Oh! Mega Man Goes Iron Mage. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ob der jetzt was droppt. Oh ja, Glück gehabt. Meine Güte, aber auch gleich wieder zwei Items, ne? Siehst du? Geht doch. Warum nicht gleich so? So, und jetzt ab da oben. Gleich wieder einen anderen Blaster hier auswählen. Nehmen wir den. Und dann... Ja, leck mich. Komm schon, genau. So, was machen wir denn jetzt voll? Machen wir hier das hier voll. Und einmal machen wir... Das hier notfalls mal voll. Ich weiß zwar nicht, wieso, weshalb, warum, aber wir machen es. So, oben erwartet uns nochmal hier so ein Fuzzi. So ein Piu-Piu-Fuzzi mit Schild, genau. Holen wir doch wieder unsere tolle Waffe hier. Standardwaffe. Ja, so. Komm bitte durch da. Warte, warte, warte. Dann haben wir doch hier das hier. Machen wir doch mal. So. Ist doch jetzt gar nicht so schwer, oder? So, jetzt geht's an die lustige Stelle hier wieder. Also zurück zu Item 1. Und dann hoffen, dass es hier hinhaut. Muss ja mindestens drei Plattformen machen. Nein, 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 nein! Nicht so. Nee, so ist echt kacke. So ist echt Mist. Oder warte, nee, ich kann ja nicht auf dieser Plattform dann die Waffe wechseln. Das ist ja das Problem. Weil sonst hätte ich gesagt, komm, mache ich dann hier so ein, zwei Stufen halt die Einser-Plattform und dann mache ich halt den Zweier oder sowas. Dass ich dann darüber gedings werde an die Leiter. Nein, nein, nein. Ah. So ein Scheißdreck. Ich sag's euch. Er hat sich mit dem Spaß hier ausgedenkt. Nein. Ja, doch. Ja. Ja. Gott sei Dank. Na, jetzt will ich aber nicht wieder runterfallen. Nein, 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 nein. Puh, okay. So. Zurück zum normalen Blaster.
Auch wenn ich nicht weiß, was uns erwartet. Das sieht schon nicht gut aus. Was soll denn das jetzt hier für ein Sprungparcours werden? Ach du Scheiße! Der wollt mich echt verkackeiern hier! Das gibt's doch nicht! Ach du Kacke! Ah, nein! Nein! Nein, nicht von hier, ey! Ihr wollt mich doch echt verkackeiern! Wie scheiße ist das denn? Nein, jetzt habe ich auch noch... Nein! Oh Gott! Das ist doch nicht wahr! Oh, Leben. Nehme ich mal ganz kurz hier. Dann gehe ich wieder runter und dann wieder hoch. Weil wir jetzt auf jeden Fall wieder einen Energietank brauchen, um Item 1 aufzufüllen. Man kennt das ja. Aber natürlich droppt er mal wieder nicht, wenn er droppen soll. So wie immer. Ne, den unten, unten nehme ich nicht. Ne, das schaffe ich nicht. Den Kugeln da rechtzeitig auszuweichen und sowas. Dann nehme ich lieber ihn hier. Bisschen simpler. Das kann ich. Und so. Was sollten wir eigentlich hinkriegen? Ja, da ist ein bisschen Energie gedroppt. Warte. Nehme jedes bisschen, was ich jetzt hier kriegen kann. Ich will den Drachen erledigen. Roboterdrachen. Auf Total Doom. Ja, Knuffi sah ja aus. Aber für zu Hause brauche ich den jetzt auch nicht. Dann hole ich mir lieber einen richtigen Drachen. So, nach dem Motto, komm mit, ich zeig dir meinen richtigen Drachen. Nein, ich bin kein Pferdefinger. Nein, aber ich mag Drachen. Oh, mehr Energie, mehr Energie. Eins hier. Zack, meins. Wieder wechseln hier. Es ist echt ätzend, hier immer hin und her zu switchen. Wahrscheinlich gibt es dann halt in späteren Spielen halt einfach eine einfache Taste, mit denen du zwischen den Waffen hin und her wechseln kannst. Würde zumindest mehr Sinn ergeben, als hier das ewige Hin- und Her-Dingsen. Geht ja dann auf der Dauer doch dann schon ein bisschen auf die Nerven. Aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ja, Leben brauche ich nicht. Leben wird gerade mal überbewertet. Weißt du, und sonst droppen die immer die Energietanks und ich brauch's immer nicht. Und jetzt, wo ich's immer brauche, droppt er kein einzigen. Und wie siehst du, da meckere ich mal rum hier, dann funktioniert das auch mit den Nachbarn. So, gib mal her den Scheiß hier. So, dann gehen wir wieder nach oben. Und vorne ist ein Keks. Na, es war klar, dass er mich erwischt. Es war einfach so klar. So. So. So, so, und tap und na. Oh. Das war knapp. Aber ist echt schon verarsche, dass er halt den Save Point ausnahmsweise hier mal so extrem kacke vor Boss setzt. Weil normalerweise setzt er den ja irgendwie so in den Raum vorher oder sowas. Und hier einfach mal nicht. Einfach weil Baum. Weil Baum ist zur Not immer ein guter Grund. Nein, jetzt bin ich abgerutscht. Nein! Ihr wollt mich echt verkackscheißen. Das ist nicht wahr. Vor allem, wer denkt sich sowas aus, weißt du, dass man halt... Dass man halt dann so Stellen hat, weißt du, wo du dann theoretisch nicht weiterkommst, wenn du nicht genug Energie für eine bestimmte Waffe hast. Und dann auch noch sterben hier an so einer Stelle, wo du das dann wieder brauchst. Und dann, hast du nicht genug Energie dafür, weil die Energie nicht aufgeladen wird. Das ist nicht wahr, Leute. Es ist einfach nicht wahr. Komm. Genau. Bam. So, zurück zu Item 1. Unser guten Stück hier. Und dann mal hoffen, dass wir jetzt hier das irgendwie besser machen. Als eben. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Oh, nee, Leute. Nee, 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 nee. Ich mache hier eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann
Beim nächsten Mal, wenn es mit Mega Man 2 dann weitergeht, in der Hoffnung, dass wir dann halt etwas mehr Skill mitbringen oder sowas, ich weiß auch nicht, müssen wir halt da mal gucken. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß, danke euch fürs Mitleiden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!